Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Im Hintergrund, Leute, gibt es heute nicht wegschalten deswegen. Ich dachte mir, ein bisschen Abwechslung muss sein. Mal wieder nachkommentiertes Commentary für euch, Leute. Mein bestes Advanced Warfare Gameplay. Das hat auch 200.000 Aufrufe. Das heißt, es werden viele von euch schon kennen. Aber ich dachte mir einfach mal, komm, es geht sowieso immer nur ums Commentary. Und das Gameplay, ich dachte einfach mal so ein bisschen Abwechslung. Wir hatten jetzt gestern Black Ops 2 live. Da hatten wir natürlich ganz viel Black Ops 3. Ist ja auch ganz klar, Black Ops 3 wird auch weiterhin am allermeisten kommen. Ist natürlich irgendwie selbstverständlich. Boah, neben mir steht gerade so eine geile Pizza, die ich mir gleich so reinfresse. Ja, Digga, ja. Auf jeden Fall, Leute. Ein 80:1 Double DNA Gameplay. Während im Haus bei mir gerade alle Leute so laut reden, dass ich wahrscheinlich gerade mir 5 Leute beim Commentary zuhören. Ich hasse das einfach, aber egal. Ich rede einfach jetzt weiter. Ah, komm, Digga. Ich rede weiter, Digga. Auf jeden Fall habe ich heute ein kleines lustiges Thema für euch vorbereitet, was mir gestern mal wieder aufgefallen ist. Und zwar geht es so um das Thema Alterskontrolle. Ich bin so, drauf. Ich bin ja sehr relativ jung aus. Ihr wisst ja, wie ich aussehe, denke ich mal, oder? Wenn nicht, dann würde ich mich schon ein bisschen wundern. Auf jeden Fall, also ich sah bis vor einem Jahr extrem jung aus. Jetzt mit dem Bart und so weiter geht's eigentlich. Also mittlerweile muss ich mein Perso eigentlich gar nicht mehr vorzeigen, wenn ich jetzt irgendwas kaufe. Wenn ich in den Club gehe, meistens trotzdem, weil die Türsteher mich sowieso hassen. Kennt ihr das, Leute? Irgendwie alle Formen von Autoritäten hassen einen irgendwie. Also ich weiß nicht, Lehrer hassen einen. Es hassen einen, was weiß ich, nur Eltern hassen einen irgendwie nicht, aber sonst sind, oder Polizisten, Lehrer, Türsteher, boah, also ganz ehrlich, natürlich müssen diese Jobs gemacht werden, es gibt sicherlich auch Leute, die tun dies gewissenhaft und tun es auch so, dass es, ja, wie soll ich sagen, für andere Mitmenschen erträgliches Verhalten an den Tag gelegt wird, aber trotzdem, Leute, gibt's auch Leute, die missbrauchen das so richtig, Macht-Abusing, Alter, die machen das dann so, ja, ich bin der absolut heftigste Typ, und Türsteher sind halt einfach bei mir im Club, so wo ich hingehe. Und immer wenn ich dann da reingehen möchte, so ich will da ganz normal reinsteppen, ja, zeig deinen Ausweis. Und zeig, nee, ich mache mittlerweile schon so, damit ich safe reinkomme, habe ich den Ausweis quasi schon aus der Entfernung, wenn ich die Tür sehe, schon in der Hand, damit die mich gar nicht fragen müssen. Ich gebe ihn einfach. Und gestern kam natürlich mal wieder der Spruch, hast dich aber gut gehalten. Das heißt wieder so ein Spruch, wie du siehst aus, wie 12 Marcello, dummes Stück Scheiße. Dankeschön dafür, Bruder. Auf jeden Fall, davor haben wir noch was gekauft gehabt, also was zu trinken gekauft. Und da musste ich mein Perso sogar auch vorzeigen, aber das war voll lange her das letzte Mal. Und falls ihr euch fragt, warum ich auf das Thema komme, mir ist diese eine Real-Life-Story eingefallen, die habe ich schon mal ganz, ganz früh in einem Marcel-Scorpion-Video erwähnt, aber die ist so lustig, Leute. Und zwar, haltet euch jetzt, Leute, ohne Spaß jetzt, du gerade zuhörst, ich weiß gerade, dass du zuhörst, Digga, genau du, halt dich mal bitte an dem Tisch fest oder irgendwo fest, bitte, wirklich, mach's aber echt, mach's wirklich, okay, hast du? Gut. Als ich einmal zu Edeka mit dem Auto gefahren, ich war 20 Jahre alt, ich bin mit dem Auto zu Edeka gefahren, meine Freunde, mit dem Auto, habe ich eigentlich gesagt, dass ich mit dem Auto gefahren bin? So, ich komme also an, kaufe mir eine Dose Monster Energy, okay? Und ich dachte mir so, okay, ich gehe jetzt easy zur Kasse, fahre wieder mit dem Auto nach Hause. Ich stehe also an der Kasse, die Kassiererin guckt mich so an und ich weiß nicht, ob sie einen schlechten Tag hat oder ob sie wirklich absolut geistig behindert war. Und sie fragt, sind wir denn schon 14? Einen 20-Jährigen mit einem Auto. Erstens wusste ich gar nicht, dass Energy Drinks überhaupt eine Altersbegrenzung sozusagen haben. Und zweitens, Leute, sind wir schon 14? Okay, ich sah damals vielleicht wirklich vor 2 Jahren, sah ich jetzt nicht wirklich alt aus. Okay, ich sah vielleicht aus wie 17 oder so als 20-Jähriger. Aber sind wir schon 14, Digga? Was fällt dir eigentlich ein? Das war wieder so ein typischer Fall von, sie hatte wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag. So hat sie einfach so gedacht, ja, weißt du was, Digga? Ganz ehrlich, Marcel, du bist heute mal der Typ, der dich einfach mal richtig ficken will. Ja, Digga, ja. Ja, so war es dann auf jeden Fall, Leute. Im Übrigen war es gestern im Club ziemlich, ziemlich cool. Also ich mache da jetzt keine Real-Life-Story explizit drauf, sondern einfach so ein bisschen Freestyle-Gelaber. Gameplay finde ich echt fresh, Leute. Ohne Spaß, das ist wirklich mein allerbestes Advanced Warfare-Gameplay. War damals eine lustige Story. Da war ich ja noch mit meiner Ex-Freundin Lena zusammen. Und ich habe das Gameplay halt bei ihr zu Hause auf einer 2K-Leitung erspielt. Das war so lustig einfach. Ich weiß nicht, Reverse-Boosting war halt so krass damals, was man da für Lobbys gefunden hat. War echt nicht mehr normal so. Ich weiß noch, meine erste Double-DNA, die habe ich so erspielt. Ich war damals, da war Kastrick, hat uns besucht mal in Köln. Und zwar das war Ende 2014. Im Dezember. Und ich habe dann zu ihm gesagt, jo Digga, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, mache ich meine erste Double DNA, weil ich dachte, so schwer kann es nicht sein. Und ich habe es einfach sofort gemacht. Ich weiß noch ganz genau, es war sehr, sehr lustig. Und ja, da war KS auch noch COD-YouTuber. Da war KS noch COD-YouTuber und ApoRed war noch COD-YouTuber. Es war schon eine ganz lustige Zeit. Es ist so krass eigentlich, dass wir alle aus dieser Community kommen.
Scorpion Plays ist nach wie vor der aktivste COD-YouTuber Deutschlands, aber no homo. Ist auch krank, wie ich überall sehe, wie die Videos überall empfohlen werden. Sie werden mir sogar teilweise selbst empfohlen. Sau krass, Leute, ohne Spaß. Wir sind jetzt bald bei 400.000 Abos. Das ist richtig, richtig geil. Ich kann solche Videos einfach hochladen. Wisst ihr, ich kann mich einfach hier vor dieses Mikrofon schwingen. Einfach ein bisschen mit euch über solche kleinen lustigen Themen sprechen. Und ja, ich kann einfach das Ganze machen und ihr feiert es irgendwie. Die letzten Videos kommen super bei euch an. Und ja, ich habe auch gerade wirklich mal wieder den Sprachflow am Start, Leute. Wenn ich so kommentieren kann wie heute, dann liebe ich es unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Art Talent ist oder ob es eine Sache ist, die man mit Übungen bekommt. Ich glaube aber, es ist schon ein bisschen beides. Ich glaube nicht, dass jeder irgendwie... Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht falsch verstehe, Leute. Ne? Jetzt muss ich denken, dass ich mich für den heftigsten Sprachtechniker halte. Ich habe natürlich auch in anderen Fachgebieten meines Lebens wahrscheinlich nicht so großes Talent. Ich kann nicht so schnell laufen oder was weiß ich. Sowas als kleines Beispiel war nie der allersportlichste Typ. Wobei, doch, es gibt Sportarten, da bin ich ganz gut. Aber egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, ich bin immer so ein Wettkampftyp gewesen. Aber wirklich, das scheine ich wirklich zu können, so ein bisschen. So dieses Kommentieren, dieses Sprechen, schreiben mir auch alle ganz, ganz oft in die Kommentare. Und da freue ich mich natürlich immer sehr darüber. Ja, ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt gleich hier meine Pizza mir gönnen. Es ist Sonntagabend gerade. Wir waren, wie gesagt, gestern feiern. Deswegen bin ich absolut broke heute den ganzen Tag. Ich war jetzt nicht so mega besoffen, weil das feiere ich ja nicht so, das wisst ihr sicherlich. Auch wieder sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt gestern. Also sehr viele der Abonnenten kamen zu mir. Es gibt also auch wirklich sehr, sehr viele von euch, die über 18 Jahre alt sind. Das heißt ja nicht, dass ich die anderen nicht mag, sondern ich liebe euch alle. Aber es ist schon ziemlich was anderes, auch mal Älteres als einen selbst sozusagen zu treffen. Gibt's aber auch, Leute, gibt's auch. Dann werde ich mir gleich, wie gesagt, die Pizza reinziehen, die hier neben mir steht. Die Hawaii-Pizza, die meine Mama mir gerade mitgebracht hat vom Italiener. Dann werde ich mir wahrscheinlich mein Team werde ich mir dann schnappen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen für Zellos. Oh, Los Zellos trainieren. Marcel Scorpion Video ist heute auch hochgekommen. Packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Und dann würde ich nur noch sagen, Leute, wenn euch dieses Gameplay zu dem Commentary heute gut gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben, nach ganz, ganz oben bewerten würdet. Ich müsste mal gucken, wie lange das Gameplay eigentlich geht, was ich gerade kommentiere. Das wäre ganz gut, glaube ich, wenn ich das wüsste. So, gucken wir doch mal, wie lange das geht. Und zwar geht das 7 Minuten 20, perfekt. Dann müsste ich gleich auch bei 7 Minuten 20 bei diesem Commentary angekommen sein. Ja, Leute, haut rein. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Sonntagabend. Ich müsste jetzt hier gleich die DNA-Bomb entweder zünden oder erreichen, eins von beiden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Hier ist die Map, war im Übrigen Horizon oder wie ich sie natürlich damals genannt habe, Hurensohn. Sie werdet ihr sicherlich auch noch kennen. Also ich halte meine Schnauze, haut rein, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.